ja, reingeflattert. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbi. Da sind wir wieder auf dem wunderbaren Scherbenhof. Wir haben die ganze 27.000 Gold auf der Kante und werden heute mal den Buchhändler besuchen. Und mal schauen, was wir heute noch so ja, erledigen können. Mal hier natürlich wieder den obligatorischen Wetterbericht hier lesen. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für den Tanz der Mondlichtquallen. Sehr schön, da haben wir also wieder was. Und was sagt der Wahrsager? Die Geister sind heute gut drauf. Wir werden ein wenig extra Glück erhalten. Sehr cool. Und 27. ist der Buchhändler und morgen ist Tanz der Quallen. Okay. Wir haben ein Briefchen. An Tizian, hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann ja nicht schaden. Von Caroline. Haben wir eine Kartoffel bekommen. Immerhin. Und hier sind Sachen fertig. Sehr cool. Pepperoni. Sehr scharf. So, das haben wir alles aufgesammelt. Hier gibt es wieder Teeblätter. Sehr schön. Dann wieder die Köder. Ups. Wo sollte das? Das ganze Zeug auch drin hier. Wir müssen natürlich nachher noch sehr viel hier ja auch wieder machen, ne? Also wir haben hier, glaube ich, nachher einiges zu tun. Auch bewässern müssen und so weiter. Also ich glaube mit dem Hopfen haben wir uns auf der einen Seite keinen Gefallen getan, weil das so langwierig ist. Haben wir schon Hallo gesagt. Ja, aber ich glaube, in den Hopfen haben wir auf der anderen Seite uns halt schon wieder einen Gefallen getan. Aber dadurch so viel Geld kriegen, sobald wir das ganze Zeug einmal durch die Fässer gejagt haben. Also dieses helle Bier, das ist ja der Wahnsinn, was man da kriegt. Batterien haben wir auch fertig. Einmal alles mitnehmen hier. 7 Stück immerhin. Komplett voll haben wir es nicht bekommen, leider. Können wir da eigentlich noch mehr trocknen? Mann. Kann man auch machen. Ah, das geht nicht. Ich wollte gerade mal ausprobieren, was kann man denn da so trocknen? Kann man Hopfen trocknen? Nö, kann man nicht. Aber was könnte man denn sonst machen? Mais geht nicht. Pilze haben wir schon. Ach, lass ich so. Gehen wir erstmal wieder weg, beziehungsweise ich gehe jetzt erstmal wieder zu den Tierchen. Das Zeug lassen wir auch, soweit es hier geht, auch draußen wachsen, ne? Alter, ein Monat. So, 4-mal Heu, das brauchen wir. Erstmal nachfüttern. Wir haben jetzt auch nur ein Ei bekommen, ne? Behalte ich dann erstmal. Beziehungsweise eigentlich auch die Mayonnaise, ne? Ach, egal. Wir lassen es mal eben so. Ich pack das erstmal alles weg. Die Pilze gehören hier nicht hin. Die Blätter auch nicht. So, dann verkaufen wir hier noch ein bisschen das Gedöns.
dann bringen wir das nochmal eben alles rein. War doch auch irgendwo die Kiste, wo das alles hineingehört. Ja, da gehört Batterie rein, die Teeblätter. Weiß nicht, hier oben hinein. Der Rest kann per se verkauft werden. Aber Mayonnaise würde ich, glaube ich, erstmal ein bisschen hier auch aufbewahren. So 5 Stück oder so. Eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das verkaufe ich auch mal eben alles. So, jetzt müssen wir noch warten, dass die Hacke fertig wird, die Tage. Und heute ist der Buchhändler da, ne? Dann gehe ich jetzt erstmal zum Buchhändler, glaube ich. Besuchen wir den noch erstmal heute. Und wir bekommen der Schädelschlüssel. Finde den Nutzen des Schädelschlüssels heraus. Ah ja, okay. Den haben wir ja bekommen, als wir in der normalen Mine die Stufe 120 erreicht haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann da weitermachen können. Und beim Hund da ist so ein Pfeil drauf, ne? Nach rechts soll man gehen. Das geht nach rechts? Keine Ahnung. Moin, Levis. Oh, oh, jetzt hingeklickt. Nein, bitte nichts installieren. Was tust du da? Momentchen. Okay, das war gerade ein bisschen strange. Mein Computer wollte gerade irgendein PowerShell installieren und ich denke mir so, warum? Keine Ahnung, was das gerade war. Es scheint alles noch zu funktionieren. Ich lasse die Aufnahme erstmal weiterlaufen. Gucke ich mir nachher nochmal genauer an. Virus oder so scheine ich nicht zu haben. Aber es war gerade ein bisschen erschreckend hier. Dass ich hier plötzlich irgendwas installieren will. Das hatte ich ja noch nie. Was war das denn jetzt hier? Okay, aber scheint wieder zu funktionieren. Hattet ihr so eine Meldung auch? Schreibt es mir gerne in Kommentare. Ist das irgendwas Bekanntes, nicht Bekanntes, gefährlich, nicht gefährlich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gerade ein bisschen merkwürdig hier. Aber gut, was haben wir denn jetzt hier von Levis, um mal wieder zum Thema zurückzukommen? Jeder scheint an den Wochenenden ein wenig glücklicher zu sein, oder? Echt, bei mir ist es gegenteilig. Gerade am Wochenende hat man doch... Und doch froh. Ist die Woche um. Endlich. So, dann gehen wir eben zum Buchhändler. Da müssen wir hier, glaube ich, ganz weit nach oben, ne? Und dann hier hin. Mal gucken, was der so Schönes hat. Na, Kollege. Bücher tauschen. Das bringt mir alles nichts. Was ist denn Füllung? Ah, der Geruch von warmem Brot und Salbei. Salbei? Nee, danke, du. Ach komm, genau, hier können wir ja Sachen bekommen, wenn wir hier zu viele Bücher übrig haben. Können wir das hier eintauschen. Aber ich würde lieber welche kaufen wollen. Köder, noch mehr Köder, okay. Der Stardew Valley Almanac. Weg des Windes. Teil 2, Teil 1. Woher weiß ich denn, welches ich schon hatte? Ich glaube, da, wo die Haken dran sind, ne? Oder hier den Daumen nach oben. Alte Schlitterbeine. Die schneide durch Gras und Pflanzen. Erd, Weg des Windes. Du läufst etwas schneller. Kostet leider zu viel. Vierteljahresschrift. Kampferfahrung. Einfach nur Erfahrung ist aber eigentlich unnötig, oder? Viel schneller durch Pflanzen und Gras. Kostet aber auch 25.000. Das ist alles zu teuer. Das ist alles zu teuer. Wir können sonst kein Saatgut kaufen. Dann stehen wir nachher da. Gehen wir leider nicht hin. Ach, da oben war gerade Abigail. Haben wir jetzt aber gerade verpasst hier in dem Moment. Und das weiß ich, glaube ich, laufe auch mal nach oben. Mal, was für Gebäude wir da vielleicht noch errichten könnten. Hey, Abby. Ich genieße diesen Sommer eigentlich. Es ist lustig, wie schnell sich die Meinung ändern kann. Mhm. Was hat unsere werte Robin hier noch? Hi. Unser Haus hat so eine schöne Lage, findest du nicht? Ja, ein bisschen ab vom Schuss, ne, finde ich. Aber in den Bergen ganz nett. Was haben wir denn hier? Was denn diesmal hier zu verkaufen? Was? Sonne 45? Irgendein Kunstwerk? Okay.
Grüner Plüschstuhl. Okay. War nicht so meins hier. Möbelkatalog. Baumstämme, Ofenkamin, Doppelbett. Rezepte. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Haus verbessern, Hofgebäude errichten. Brunnen. Möchte ich ein paar Steine. Silo haben wir schon. Mühle fehlt mir noch Stoff für, ne? Auch dringend Stoff. Klingt ohne Kontext auch ein bisschen falsch, ne? So, Seetang und Grünalgen für den Fischteich. Das ist aber noch nicht so weit. Brusttierschüssel, der Pferdestall. Den brauche ich auch noch. 100 Hartholz. Iridiumwaren. Luxushühnerstall, Luxusstall. Also der Luxusstall kostet uns 550 Holz und 300 Stein und kostet 25.000. Das machen wir jetzt diesmal erstmal noch nicht. Wir haben noch nicht mal Tiere da drin, ne? Hofgeschichten. Oh, ne, irgendwie habe ich gerade nicht so. So Hofgeschichten. Habe ich gerade nicht so zu bieten hier. Ach, Abigail geht hier hinten lang. Dann sollen wir einfach mal in die Wüste und gucken, was wir da so finden. Jetzt bin ich eigentlich falsch gelaufen, ne? Obwohl, ich habe gerade auch keine Hacke, ne? Das ist eigentlich Quatsch, da jetzt hinzufahren. Weil, wir haben dann ja gerade auch keine... eine Möglichkeit, diese kleinen Würmchen oder dieses Gras, wie es sich auch nennt, dann einzusammeln. Gehen wir, glaube ich, das nächste Mal hin. Ich glaube, im Winter könnten wir auch gut in die Wüste, oder? Manche nicht? Oder ist das blödsinnig? Und da irgendwas anders oder so? Ich weiß es ja nicht. Sehr schön, dann haben wir das Hartholz. Oben ist irgendwie auch so eine kleine Lichtung, ne? Ob man da irgendwo hin kann. Gehen wir aber nirgendwo durch, ne? Oder? Ich glaube nicht, dass wir da hin können. Sieht vielleicht ein bisschen danach aus, aber es geht nicht. Wir könnten den Magier nochmal besuchen hier, oder den Zauberer, wie er heißt. Können wir dem ja irgendwas Besseres diesmal verkaufen, verschenken, wie auch immer. Na, Kollege? Pass auf, du stehst auf einem sehr mächtigen magischen Feld. Ist das so? Ich habe meine Hütte hier aus einem bestimmten Grund aufgebaut, weißt du? Was hältst du von Grünalgen? Ach, können wir gar nicht. Weil ich ihm diese Woche schon mehrfach Geschenke gegeben habe. Na gut. Ach, pro Woche war das? Okay. Wissen wir da auch Bescheid. Noch ein bisschen angeln. Angeln finde ich aber gerade irgendwie auch so ein bisschen unnötig. Könnten noch mal zu Mani gehen, ne? Aber Mani hat, glaube ich, jetzt schon zu, der Laden. Ich glaube, der hat schon zu. Wir könnten ja noch mal eben kurz gucken. Mani hat zu, schade. Der Laden hat zu. Jetzt hätten wir noch mal gucken können, was da Schafe und Kühe und so kosten.
eigentlich auch ganz cool gewesen. Aber komm, ich gehe mal hier in die Häuser rein. Vielleicht haben wir bald wieder Zwischensequenzen oder so. Könnte ja sein. Wir waren ja auch schon längere Zeit hier. Nicht mehr überall, ne? In einem Sommer war es nachts so heiß, dass ich aus dem Bett gestiegen bin und in den Fluss gesprungen bin. Oh, das ist bestimmt cool. Hoffentlich hatte ich niemand gesehen. Springt plötzlich Lea da nackt irgendwo. Einfach raus. Ja gut, warum nicht? Also im Sommer ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, erweitere ich vielleicht mal meinen Laden. Ja, dem müssen wir auch noch ein bisschen helfen, ne? Moin, Heidi. Nach einem guten Tag zum Schwimmen auch. Ist ja das doch schön. Und mit Levis war nicht. Könnten wir vielleicht nochmal hier in die Kneipe gehen. Ich miete ein Zimmer bei Mani zu einem wirklich guten Preis. Es ist klein, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich entschuldige mich für neulich. Ah ja, stimmt, da war ja so ein bisschen erregt, nehmen wir es mal so. Was Neues hier? Nö, da können wir wieder gehen. Mal so ein bisschen hier überall hin und her gucken, ob es jetzt was Neues gibt hier. Er riecht eine Grillparty. Wo ist denn die? Jetzt mich mit ein. Eine Party wäre ja auch dabei, du. Sagen die hier? Ah, guck mal. Ey, ich sag doch, es gibt noch eine Zwischensequenz. Starker Kerl. Der näht sich gerade. Wir platzen natürlich rein. Oh, hi, ich bin gerade bei meinem täglichen Training. Tut mir leid, dass ich kein Shirt trage. Wir hätten nochmal vorher klopfen können, ne? Tizian, ich wollte mit dir über etwas reden. Ja? Kannst du dich verlieren? Du bist unangenehm. Na, ich habe festgestellt, dass... Naja, ich war in der Vergangenheit dir gegenüber ziemlich unhöflich. Du weißt schon, mit all dem Profi-Zeugs und so. Ich bin womöglich gar nicht so für professionellen Sport geeignet. Vielleicht war das auch alles nur ein kindischer Traum, verstehst du? Jedenfalls, ich wollte mich bei dir entschuldigen für das Angeben und Generve deswegen. Ich weiß es echt zu schätzen, dass wir trotz allem Freunde geblieben sind. Ah ja. Ja, was mit ihr? Achso, wir haben sind gesprungen, weil witzig und so. Okay. 1 und 2 und 1 und 2. Ich glaube, wenn man das so schnell macht, bringt das, glaube ich, nicht viel, ne? Das nicht eigentlich auch primär in Übungen so, dass das doch eigentlich eher, wie heißt es, das Tempo auch macht und die Kraft, die man einsetzt. Aber tatsächlich, da steht er jetzt und trainiert. Jetzt gerade nicht. Okay. Ja, auch mal das so ein bisschen neben der Arbeit gemacht, aber das war irgendwie nicht so meins. So ins Gym gehen, das finde ich irgendwie komisch. Ist nicht meins. Sonnenbrand, das wäre nicht gut. Wochenende ist genauso wie jeder andere Tag. Was machen wir denn heute noch mit dem Tag hier? 18.30 Uhr in die Mine gehen, macht keinen Sinn. Irgendwo nochmal reingehen, wir könnten hier vielleicht mal in den zum Arzt. Flossen, ist hier sonst noch was? Heute hängt nichts aus. Im Laden ist auch nichts los. Tote Hose hier. Abigail, Hallöchen. Achso, okay. Die haben wir schon angequatscht. Die will nicht mehr mit uns reden. So ein Kotelett an der Backe. Wobei ich mal gespannt bin. Ich bin ja eigentlich nicht so der riesen Minecraft-Fan. Auch wenn ich damit hier damals angefangen habe. Ja, kann man hier noch finden. Und ja, es ist cringe. Wie sagt man so schön? Finde ich interessant, dass da jetzt echt so ein Film rauskommen soll. Also ich finde ihn, glaube ich, spannend. Werde ich mir, glaube ich, gerne angucken. So, was haben wir hier bei Gil? Komm wieder, wenn du mir was zeigen kannst. Was haben wir denn hier? Fast 500 Schleime besiegt. Schattengeister, Fledermäuse, die Skelette und Höhleninsekten haben wir schon. Staubgeister, Steinkrabben. Und weitere Wesen, die wir noch gar nicht kennen, tatsächlich. Eiserner Langdolch. Stahlfalkion. Okay. Nikas und Lederschuhe. Lavakatana. Das klingt irgendwie ziemlich cool.
Was eine mächtige Klinge, die in einem Becken aus kochender Lava geschmiedet wurde. Okay. Erhöht zurückstoßen. Waffengenauigkeit. Ach guck mal, wir haben auch ganz viele Ringe hier. Schleuder. Die Schleuder habe ich bisher auch gar nicht benutzt, ne? Kurative Schwert. Oder das hätte ich nachher gerne später alles so in der Bude. Okay, hier ist auch nichts Neues. Jetzt sich wahrscheinlich noch bilden. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal hier ein bisschen Steine kloppen. Über dem ausgetrockneten Fluss. Ein paar Sachen liegen ja hier noch rum. Müssen wir eben mitnehmen. Ich glaube, Baumaterial haben wir jetzt schon genug eigentlich, ne? Wobei, wenn ich noch den Hof aufarbeite, Gebäude aufbessere, na, müssten wir mal gucken. Steinchen nehmen wir alle mit. Ist hier eigentlich irgendwas in der Höhle, was darauf Rückschluss gibt, ob wir da machen können mit dem Schlüssel? Hier geht's einfach nur runter, ne? Okay. Ich meine, da ist ja ein Schädel eingezeichnet. Ist halt die Frage, ob wir das, diesen Skelettschlüssel, den wir erhalten haben, ob wir den hier benutzen müssen. Oder aber, ob wir den... den bei der Mine in der Wüste benutzen müssen. Bin ich ja nochmal gespannt hier. Ist auch gleich schon spät, deswegen würde ich jetzt abdüsen. Ab zur Bushaltestelle. Ach guck mal, die ist dann auch gar nicht mehr hier. Also Pam steht da auch nicht den ganzen Tag und wartet darauf, dass wir hier rüber gefahren werden. Das ist auch gut zu wissen. Dann können wir hier erstmal weiter unsere Sachen abgeben. Die mysteriöse Kiste, die kommt hier hinein. 6 Stück, 6 normale Geoden und Magma-Geoden haben wir auch noch. Sehr gut. Dann würde ich, glaube ich, hier noch einen Amethyst, wie heißt das Ding? Amethyst mitnehmen. So, was haben wir hier? Noch Baumaterialien. Hier noch Grünalgen, die kamen hier hin, 80 Stück. Aquamarin haben wir, das muss hier gleich in den anderen, in die andere Kiste. Die Frage, was könnte ich denn dann sonst noch herstellen? Wäre noch irgendwas wichtig vielleicht? Vielleicht Rubine? Komm, wir stellen mal Rubine her. Wenn ich jetzt die Apparillo hier abreiße. Na, da kommt das Aquamarin auch raus. Dann könnte ich doch Rubine genau da reinsetzen und stellt da Rubine her. Das funktioniert doch ganz gut. Aquamarin bleibt hier. Den Amethysten nehmen wir mit. Dann gehen wir noch ins Häuschen und gehen schlafen. Und morgen ist dann hier dieses große Lichterquallen-Festival. Dann haben wir auch, glaube ich, schon den vorletzten Tag, bevor Herbst ist, ne? Aber da haben wir nicht so viel Geld gekriegt.
Aber ich denke, wir können dann, glaube ich, morgen oder übermorgen, nee, übermorgen, glaube ich, die Hacke mitnehmen und dann haben wir wieder die Möglichkeit, auch hier was anzupflanzen. Okay, und die Eier, die sind ja nichts wert. Hier 75, haben wir hier nochmal Entenmayonnaise ist deutlich mehr wert. Also sollten wir immer umwandeln, wenn wir nicht gerade einen Küken ausbrüten. Dann haben wir auch schon den 28. Sehr fein, es wurde gespeichert. Heute ist das Festival. Wir haben erstmal 30.000 auf der hohen Kante. Amethysten haben wir hier, da können wir den ja auch nochmal hier an Abigail verschenken. Hütchen könnten wir uns eigentlich auch nochmal irgendwie was Schönes suchen, ne? Knöpfen hier. Werden wir mittlerweile immer beliebter und beliebter bei den Leuten. Aber auch nur langsam, ne? Ich glaube, gerade der Zauberer und Zwerg und so, da muss man auch aktiv wirklich hingehen, ne? Und ich habe gehört, man kann tatsächlich den Schatten hier, den Krobus, wie er heißt, tatsächlich heiraten. Der ist als Partner tatsächlich zur Verfügung, habe ich gehört. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Was haben wir denn hier noch? Eine Käsepresse, die könnten wir nochmal in den Laden stellen. Schilder haben wir hier, das bringt uns erstmal alles nichts. Ein Webstuhl und so, das hatten wir, glaube ich, schon hergestellt. Pilzbaumstamm, naja gut, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Iridiumbarren brauchen wir auf jeden Fall, das merke ich wohl. Stellarium haben wir soweit. Den besseren Dünger, was brauchen wir denn da? Fisch und Harz. Fisch und Harz brauchen wir, okay. Die Treppen brauchen wir nicht. Hydrogel benötigen wir nicht. Kochset ist eigentlich unrelevant. Totem brauchen wir auch nicht. Die Bodenplatten, da können wir nachher nochmal gucken, wie wir das hier ausstaffieren und ein bisschen verschönern vielleicht. Vielleicht auch so ein paar andere Feuerschalen oder so mal, ne? Hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein Zwergengerät. Wo wir das herkriegen. Was ist das? Lebenselixier? Knoblauchöl. Knoblauch haben wir noch gar nicht, ne? Wir noch nie angepflanzt hier. Okay, Cordon Bleu und Dark und Duck sind beide schon mal erwachsen. Wie gesagt, wenn ihr einen Namen dafür habt, ne, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare. Werde ich die gerne umbenennen. Gucken wir mal, wie die dann heißen. Hier haben wir den Schädelschlüssel. Sehr gut. Und ansonsten die Sammlung. Ja, die wird langsam größer, ne? Aber ist auch schon. Ist schon schwierig, all das hier zu finden und zu fangen, ne? Fakt, da haben wir auch noch so viele nicht. Kochen fehlt noch das meiste. Aber das können wir auch alles nach und nach machen, ne? Ich meine, so Kürbis und Forellen und so, die bekommen wir ja alle nach und nach. Eine Sache fehlt hier noch. Wissen wir Bescheid. Sehr schön. Dann, schön, dass ihr dabei wart. Gucken wir uns morgen in der nächsten Folge, denke ich mal, hier die, das Mondlichtquallenfestival oder wie es hieß, nochmal an. Wir suchen auch nochmal die Werte Abigail und dann kann es ab dem 1. Herbst hier wieder richtig rund gehen. Dass wir hier alles wieder anpflanzen, vorbereiten und so weiter und so fort. Das könnte ich auch, glaube ich, heute schon ganz gut machen, bevor das Festival dann da beginnt. Dann haben wir morgen nicht so viel Arbeit. Und Dünger und so herstellen würde ich, glaube ich, heute auch schon mal. Fische haben wir ohne Ende. Ich denke, das passt. Dann bis morgen. Ciao, ciao.